Hallo ihr Lieben, heute drehe ich ein Tutorial und zwar dieses Augen-Make-up hier. Und ja, ich hoffe es gefällt euch und es ist aus dieser Palette hier. Ich zeige es euch mal. Also, so sieht es aus. Das ist von Sigma, die Paris Palette und die ist limitiert. Und dann könnt ihr so rausschieben und dann ist das eigentlich nur die Verpackung und dann haben wir hier zwei Pinsel, acht verschiedene Lidschatten, Rouge, Konturen, Blush und einen Highlighter. Ja, ich schminke euch jetzt einfach mal mit dieser Palette und ich hoffe, es gefällt euch und wir fangen gleich damit an. Mein Augenlid habe ich schon mit Art Deco geprimed und dann kommt einfach noch von Colibri Collection LE habe ich den Eyeshadow Pen in Precious Nectar. Das ist der goldene Lidschatten und das tue ich nur am Innenwinkel, also inneren Drittel. Dann am unteren Drittel auch noch. Dann verblendet ihr das Ganze mit dem Finger. So. Und dann tue ich noch mit dem grünen Virgin Forest, auch aus der Colibri LE, am unteren Wimpernrand eine Linie ziehen. So, das ist mal das Base und dann nehme ich so einen flachen Pinsel, das ist von MAC 239. Mit dem nehme ich dann diese Farbe auf. Klopfe den überschüssigen Lidschatten ab und dann betone ich das nur, wenn es nur den äußeren Drittel. Also den äußeren zwei Drittel des Lides, die ihr leer gelassen habt. Verblende das mit dem Goldenen ein bisschen. So. Dann nehme ich so einen Pinsel, das ist von Sigma, die Shader Lid Brush E56. Mit dem nehme ich dann den goldenen Lidschatten auf und mit dem betone ich dann den inneren Drittel des Auges. Ich kann gar nichts sehen. Und dann den unteren und im Innenwinkel auch noch.
So, dann nehmt ihr nochmals den Pinsel von vorher und verblendet das gut miteinander, damit keine harten Linien entstehen. So, und dann nehme ich den so einen Pinsel von MAC 226, nehme mit dem den dunkelblauen Lidschatten, klopfe wieder das Überschüssige ein bisschen ab und dann betone ich eigentlich meine Lidfalte und den äußeren Teil des Auges. Und das malt ihr dann so wie einen C-Form, also ein V-Form. So, dann nehmt ihr einen sauberen Pinsel, den ihr noch nicht gebraucht habt, und verblendet das Ganze gut. Wenn ihr das Ganze verblendet habt, nehmt ihr einen anderen Blendepinsel, das ist von MAC 224. Nehmt diese Farbe hier. Klopft den überschüssigen Lidschatten wieder ab und dann verblendet ihr das Ganze. So, dann nehmt ihr so einen großen Lidschattenpinsel, das ist von Bobbi Brown. Nehmt ihr wieder den goldenen Lidschatten, ganz leicht. Dann klopft ihr wieder ab und dann setzt ihr dieser unter den Augenbrauen und ein bisschen hier. Verblendet das Ganze gut miteinander. So, dann nehme ich einen Flüssigeyeliner und betone den oberen Wimpernrand. Mach da mal zu. So, dann nehmt ihr einen Kajal und betont eigentlich nur
den äußeren zwei Drittel, sage ich jetzt mal. Die obere Wasserlinie auch noch. So. Dann, was ich meistens noch mache, nehme ich so einen Pinsel von Sigma Blending Pinsel E25. Nehme ich den schwarzen Lidschatten hier. Tupfe es eigentlich nur mit dem Pinselspitze ab in die Farbe, weil die sind richtig gut pigmentiert. Und dann betone ich einfach noch den äußeren Teil des Auges. So, dann nehme ich wieder einen sauberen Pinsel und verblende das ein bisschen. Dann tusche dir noch die Wimpern. Ich nehme den von Maybelline Yade Stretch and Define Mascara. Tusche die Wimpern zweimal. So. Die andere Seite habe ich vergessen. Mache ich auch noch schnell. Baby tritt mir immer in den Bauch. Das ist richtig aktiv heute. So. Dann tue ich noch ein bisschen Concealer drauf von Catrice, den Allround Concealer. Und dann mische ich diese beide Farben zusammen. Und das ist die Sigma Precision Round P82. Mit dem tue ich dann meine Augenschatten bedecken.
Den Rest verblende ich noch mit dem Finger, damit es ein bisschen natürlicher aussieht. Und dann mit dem Rest tue ich noch um die Nase herum, die Nasenspitze. Und überall, wo ich noch Rötungen habe. So. Dann zum Abputern nehme ich nur Skin Finish Compact Powder von Catrice mit so einem Puderpinsel von MAC. Klopfe ich Überschüssiges ab. Dann tue ich da. Fahre ich mit dem über das ganze Gesicht. Wenn es so heiß ist, dann benutze ich eigentlich nur Puder und sonst Puder und Concealer und das war's. Aber wenn es ein bisschen kälter wird, dann trage ich meistens den BB-Creme auf. So. Dann konturiere ich noch meine Wangen mit Bronzing Compact Powder Matte von Essence und das ist die 02 Love to be Matte. Zu einem kleinen Pinsel von Dior. Klopfe Überschüssiges ab. Dann mache ich so einen Fischmund. Betone die Wangenknochen. Den Haaransatz. So, noch die andere Seite. Ein bisschen das noch den Kinn. Dann drücke ich den Pinsel ein bisschen zusammen und betone noch die Nase. Dann verblende ich das Ganze. Dann nehme ich den Blush von Essence Silky Touch Blush in der Farbe 10 Adorable. Nehme da ein bisschen Farbe auf, klopfe wieder ab, betone die Wangen. So, und noch Lippenstift 55 Coralize Me von Essence. Und fertig ist das Ganze. Das ist ein guter Abend Make-up, also für den Ausgang. Und ja,
Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Bye!